Was gibt es Schöneres, als bei Sonnenuntergang noch ein paar Würfe zu machen? Da kommt es auch gar nicht darauf an, ob was beißt oder nicht. Oder? Ich hatte mir einen leicht zugänglichen und bequemen Spot ausgesucht. Fallendes Wasser, vielleicht geht ja ein kleiner Bluefisch oder ein kleiner Barracuda. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Nochmal die Routensteckverbindung checken, man kann ja nie wissen. Doch keinerlei Aktivität störte die angenehme Ruhe. Nur ein einheimischer Kanario hatte sich in der Nähe hinzugesellt. Bremse ist auch noch gut eingestellt. Ein schöner, entspannter Abend. Zum Abschluss wollte ich dem gelben Needlestick auch nochmal ein Bad gönnen. Letzter Wurf, bevor ich vor lauter Entspannung noch einschlafe. Herrlich diese Ruhe und die Farben des Sonnenuntergangs, oder? Oh, voilà, ja. Ei! Wer? Buen tamaño. Sí. Pero creo está mal clavado. Gute Kamera, sí. No sé qué es. Tiene fuerza. 5 kilos. Sí. Pero qué es una. ¿Has visto? Es algo mal clavado. ¿Qué es? ¿Una sierra? Oh, una picuda, qué fuerte. Uy, hay más. ¿Qué es? Ah, mal clavado. Ah, mal clavado. Okay. Hoppla. Ui. Sí, un metro tiene. Yo grabo con esto, sí, ¿sabes? Espérate. Pedazo de bicho, hermano. Suerte tiene. Sí. Es foto, ¿sí? Sí. ¿Qué foto, espérate? Dies meinte ich mit Spanisch mal clavado. Der Köder saß ungünstig, die Schnur ging mehrfach durch die Zähne. Glück gehabt.